Guten Morgen. Guten Morgen zu einem weiteren Live. Und ich bin heute nicht alleine. Die liebe Silvia ist heute ja mein Gesprächspartner. Und das sehe ich sie auch schon. Dann lasse ich gleich mal die Silvia rein. So. Warte mal einen Moment, bis sie reintrudelt. Wir wollen heute über das große, große Thema sprechen, über ein ganz tolles Thema. Ah, da ist sie ja. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist, meine Liebe. Ja, ich freue mich auch. Ist lange, lange angestanden, gell? Wir haben es schon lange geplant, dass wir eine, ja, wie so eine kleine Reihe machen über verschiedene Farben. Und ich freue mich so, dass jetzt, ja, dass wir uns heute zusammengefunden haben und über eine ganz, ganz besondere Farbe miteinander sprechen, die uns, glaube ich, beide von ganz tief innen her berührt und auch begleitet. Und wir reden über die Farben Magenta und tiefen Magenta. Und ich freue mich so, weil, weißt du, liebe Silvia, es ist wirklich eine Farbe, die mich über ein Jahr intensiv begleitet. Intensiv. Und ich habe dir ja auch vor ein paar Tagen noch mal ein Bild von unserem Haus geschickt. Ja. Und ja. Das ist so spannend. Sehr spannend. Und ja, ich habe auch schon die Flaschen raus, die ich benutze. Okay. Okay. Das ist einmal die 89, 107 und 110. Ah, okay, die 110, ja. 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 Und alles mit tiefen Magenta oder Magenta drinnen. Und ich würde gern einfach dir gern das Wort auch zuwerfen, dass wir uns einfach die Bälle hin und her werfen, weil du bist ja eigentlich die Expertin. Ich bin diejenige, die so ein Selbstexperiment immer wieder wagt, auch mit Farben und natürlich meine Erfahrung hat. Aber du bist natürlich da, du hast natürlich da noch ein anderes Wissen. Und ja, ich würde gerne dir die Bühne geben. Wünsche ich uns allen einen ganz, ganz schönen guten Morgen. Und ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein. Es war ja Ostern dazwischen und einfach auch eine längere Zeit. Und beim letzten Gespräch war dann ganz spontan, ja, welche Farbe nehmen wir als nächstes? Und du, zack, Magenta. Und ich, okay, Magenta. Machen wir, nehmen wir Magenta. Und ich habe mich jetzt die letzten Tage etwas vorbereiten. Und dann spüre ich auch in diese kollektive Energie rein und das passt gerade so gut, weil ich glaube, Magenta und kann uns auch auf einer kollektiven und individuellen Ebene sehr, sehr unterstützen. Und ich persönlich habe die Aurasoma-Ausbildung gemacht und habe da eigentlich dieses ganze Wissen von der Farbsprache, von der Farbenergie für mich gelernt. Und in den letzten Jahren wende ich es einfach an und erweitere es auf meine Art und Weise. Also auch alles, was ich hier erwähne, kommt vom Aurasoma-System. Aber durch meine Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren auch gesammelt habe, auch mit Aura-Reading, mit der Hellsichtigkeit, und da wandelt sich auch ganz, ganz viel. Und die Farbe Magenta, ja, ist eigentlich auch einer meiner Lieblingsfarben. Und dennoch, jedes Mal, wenn ich weiß, ich ziehe sie, weiß ich, aha, es steht ein Thema an, das ich vielleicht nicht anschauen möchte. Und dann ist dieses Gegenspiel. Auf der einen Seite, ah, schön, Magenta, das berührt uns auf einer so tiefen Ebene, und dennoch noch merken wir gleichzeitig oder im selben Moment, okay, wenn ich mich wirklich öffne, um diesen Blick auf dieser tiefen Ebene zu wagen, dann passieren
Wunder und wahre Heilung. Und das ist die Energie von Magenta. Kann ich so, so bestätigen. Erstmal, wenn man diese Farben sieht, dass wirklich auch ein Thema ansteht. Und wenn man sich dann aber gleichzeitig für diese Farbe öffnet, egal in welcher Variation, dann entwickelt es, also so habe ich es empfunden, so eine innere Stärke, den eigenen Weg, die eigene Weisheit, dieses eigene Wissen immer mehr zu vertrauen. Und es ist wirklich wie so eine Stärkung von innen, wo in einem aktiviert wird, wo man sagt, okay, diese Herausforderung, die nehme ich auch noch und ich gehe da durch. Das ist eine Hauptqualität von Magenta. Denn Magenta ist pure Lebensenergie. Und auch wenn wir eine Phase hatten, die uns wirklich mitgenommen hat, körperlich, emotional, geistig, wo wir so daran gezehrt haben, wo wir einfach ganz, ganz viel Energie gebraucht haben. Und du bist an einem Punkt und sagst dir jetzt, nein, du brauchst etwas, das dich wieder unterstützt und Lebensenergie von innen heraus, von dir heraus wieder kreieren lässt, dass du dass du gleichzeitig deine Batterien auflädst, aber auch die Reserven, die Energiespeicher wieder füllen kannst. Also da passieren eigentlich gleichzeitig zwei Sachen. Du lädst die Batterien auf und die überschüssige Energie, die daraus entsteht, kannst du wieder abspeichern, für dich regenerieren. Und das macht Magenta. Die holt die pure Lebensenergie hoch, die Freude und gibt dir Kraft und Energie, die du vorher nicht gekannt hattest oder wo du weißt, ah, ja, ich kenne es, aber irgendwo hat es gefehlt. Du kannst etwas abzapfen, das ja diesen Energiespender. Kann ich so, so bestätigen, also wirklich immer nur so, ja. Was für mich wirklich letztes Jahr wirklich ein, teilweise wirklich, wie soll ich sagen, ein kleiner Lebensretter war, weil letztes Jahr war ein ganz, ganz starker Umbruchsjahr von uns. Wir haben ja wirklich alles aufgegeben. Und Themen zeigen sich bei mir ganz oft auch über Körperebene. Ganz oft. Und vielleicht magst du dazu was sagen. Das ist jetzt, ist ja fast leer. Das ist die 89. Weil ich glaube, gerade auch in der heutigen Zeit ist gerade das Körperthema ja ein großes, großes Thema. Körperannahme. Du hast auch was gesagt, dass auch Magenta war es auch. Heimat, Sehnsucht, Heimatplanet, Starpeople zu tun hat. Und wir, viele Starpeoples haben ja eben das große, große Thema Körperliebe, Körperannahme, Schmerzen mit dem Körper und so weiter. Magst du vielleicht zu der 89 was sagen? Und wie wir das vielleicht auch kombinieren könnten? Also dann fange ich doch mal zuerst beim Thema Star People an und was die Energie Magenta eigentlich, warum die fast schon für Star People steht. Wenn wir die Bilder sehen von Universum, gibt es auch immer wieder diese Bilder, die dieses Magenta, pinke, violette Farben vom Universum sind. Und auch ganz, ganz das Dunkle, das wäre dann das Tiefmagenta. Und wenn ich diese Bilder sehe, dann fühle ich mich einfach wohl. Und das ist genau diese Energie, die uns fühlen lässt, das ist unser Zuhause. Und Magenta ist wie eine Brücke zu unserer Heimat. Und gleichzeitig auch diese Sehnsucht nach unserer Heimat. Und diese Sehnsucht, ich glaube, die kennen wir alle. Die werden wir niemals hier auf Erden so richtig befriedigen können. Das funktioniert einfach nicht, wenn wir den menschlichen Anteil nicht annehmen. Und
diese Sehnsucht, ich weiß das noch so genau, also das ist für mich auch, das hat Baha Yilmaz auch gesagt, diese Sehnsucht ist für uns wichtig, dass wir sie nicht möchten, geheilt haben, aufgelöst haben. Denn diese Sehnsucht ist die Brücke zu unserer Heimat. Und wenn wir auf diesem Weg, wenn wir das irdische Dasein wieder abschließen, wenn wir zurückgehen oder sterben oder wie man es auch immer nennen möchte, dann bringt uns diese Sehnsucht wieder nach Hause. Ja. Das ist jedes Mal so berührend, gell? Ja. Also für mich ist es auch so ein Umwandeln gewesen, mit der eigenen Sehnsucht zu arbeiten oder auch anzunehmen, dass sie jetzt hier auf dieser Erde so sehr gebraucht wird, weil es jetzt auch ein Antrieb ist, hier auch auf dieser Erde was zu bewirken, zu unterstützen. Und gleichzeitig ist es wieder meine Brücke zu, ja, zu unserem Ja. Heimatplanet. Ja. Das ist ja so schön. Und wenn wir jetzt auch diese Farbe Magenta sehen, wirklich als Farbe sehen, dann gibt es die noch nicht lange in unseren also wie soll ich sagen? Magenta, ich wusste schon als Kind, ich möchte eine Farbe in meinem Farbkasten und den gibt es nicht. Das war Magenta und Türkis, diese zwei Farben. Ich habe sie irgendwie immer gesehen, aber konnte sie nie erklären. Es gab die Farben einfach nicht. Es gab damals war dieses Zwölferset, ja, dieses Zwölferset an Buntstiften und mehr gab es nicht. Und plötzlich hat sich das gewandelt und es kamen die Farben. Und Magenta gehört auch zu diesen ungesehenen Farben, wie Türkis. Ist unser physisches Auge tatsächlich auch imstande, sie im Regenbogen zu sehen. Wenn wir Bilder hätten von unserer Kindheit vom Regenbogen, hätten wir die Farben nicht mehr mit unserem physischen Auge gesehen. Mittlerweile sehe ich es auch im Regenbogen und ich denke auch alle anderen. Und Magenta ist auch wie das Bindeglied vom Regenbogen, ist in der Mitte vom Regenbogen. Und die Guck mal, Unges meine Lieben, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Aber kam eigentlich, hab alles gesagt. Sorry. Heart Healing, das wollte ich sagen, 44, auch 44, meine Liebe, ist auch eine Zahl, was mich über ein Jahr begleitet. Also so herrlich schreibt sie, dass sie gerade das Thema thematisiert und man das anzieht, womit man sich gerade beschäftigt, ja. Sie ist halt einige Zeit bei SIP, immer wieder diese Farben und arbeite mit ihr. Ah, Sitting in the Ja, Power ja, wahrscheinlich. Sitting in the Power. Okay, sehr schön. Danke fürs Teilen. Ja, wow. ja. Und Macht auch Sinn, natürlich. extrem, weil Magenta ist die Brücke zu der spirituellen Energie, zu der göttlichen Energie, zu der Quelle. Du kannst sie eigentlich als Farbstrahl, als Heilungsstrahl benutzen. Und im Magenta ist so, so viel enthalten. Und im Tiefmagenta, wenn wir das dunkle Magenta nehmen, sieht schon fast schwarz aus und darin ist alles enthalten. Und wenn wir Magenta jetzt, genau, wenn wir Magenta und Tiefenmagenta, wenn sie uns anzieht, und wir schaffen es aber nicht, sage ich jetzt mal, ich muss es so sagen, Magenta ist energetisch gesehen im Aurasoma-System, hier oberhalb vom Kopf hat sie den Punkt. Viele würden zuerst an das Kronenchakra denken, aber das ist nicht so. Es ist wirklich ein paar, ja, hier. Man sieht es nicht, schon 10, 15 Zentimeter oberhalb haben wir ein energetisches Zentrum, Meinst du ein Energie. das achte? Meinst du das achte Chakra? Ist das Oder ist es achte? Das achte. achte? Und Magenta ist dort auch sehr, sehr unterstützend, denn das Konzept von Aurasoma besagt, dass dort unser Seelenplan gespeichert ist.
Also wo wir noch auf unserem Heimatplaneten waren, haben wir diskutiert und abgemacht, was machen wir hier auf Erden. Und prompt sind wir hier auf der Erde angekommen und haben diese irdischen alltäglichen Probleme, die wir eigentlich nicht haben möchten. Und wir konnten das nicht. Es war uns auch nicht bewusst, weil die Erde fanden wir ja so geil von oben herabgesehen. Da passiert endlich mal was. Und jetzt sind wir hier und kommen nicht klar. Wir kommen mit der Energie von der Erde nicht klar, mit dem Kollektiv, mit dem menschlichen Dasein. Die ständige Frage, was mache ich hier? Ich möchte wieder nach Hause. Ich fühle mich nicht verbunden. Ich habe eine Familie, ja. Warum fühle ich mich trotzdem so allein? Und das sind die Themen, die Star People mit sich bringen. Und ja, dann kommt wieder diese Frage hoch, oder die jeder hat, ja, wie kann ich denn mich unterstützen, dass ich nicht ständig mit diesem Hader, mit dieser Zweifel und mich mit dieser Sehnsucht beschäftigen muss. Und dann ist es diese unbequeme Antwort, die einfach die Lösung auch ist, dass wir uns mit unserem Körper beschäftigen müssen und in unseren Körper zurück müssen. Ja, kann ich nur bestätigen. Nur absolut. Und gleichzeitig ist es das größte, einer der größten Es ist Schmerzthemen, gell? Das Körper, so. Körperthema. Ja. Lass uns mal die Brücke zu Magenta, wie Magenta uns da nämlich auch auf der Körperebene unterstützen kann. Magenta, wie sie uns unterstützen kann. Also diese Brücke zum eigenen Spirit, zum Heimatplanet und gleichzeitig wieder zurück zur Menschlichkeit. Ja, das ist die Brücke dann zu tiefen Magenta. Ja. Weil in Magenta, in der Energie, haben wir diese göttliche Energie, die Verbundenheit. Und eigentlich, wenn du ständig in dieser Energie bist, verlierst du an Erdung. Du verlierst die Verwurzelung und die Bodenhaftung. Und dann nimmst du die Farbe Tiefmagenta und das zieht dich runter. Die Energie, diese Farbe, das Dunkle, wo alles enthalten ist, das zwingt dich regelrecht zur Erdung. Ja. Und das ist die Energie von Tiefmagenta, wo alles enthalten ist, auch Magenta. Und im Aurasoma-System gibt es einen Erdstern, der ist ein paar Zentimeter unterhalb unseren Füßen, also auch 20 Zentimeter unterhalb. Und da ist die Energie Tiefenmagenta, die energetisch auch uns unterstützt zur Erdung. Also nochmal zusammengefasst. Achte Chakra ist Magenta, verbindet uns mit dem Göttlichen, mit unserem Heimatplanet und Tiefenmagenta verbindet uns mit unserem Erdstern, mit unserer Menschlichkeit. Ja, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Wow. Wow. Und dann kommt Türkis und verbindet uns mit unserem Herzen. Und beide Farben dürfen ins Herz reinfließen. Das ist eine schöne Vorstellung, Sehr gell? schön. Von oben nach unten ins Herz. Ja, wenn du Magenta kann ja auch, wenn du zu lange in Magenta, in dieser Energie stecken bleibst und du brauchst eine Brücke zu Tiefmagenta, dann ist Oliv die Farbe, die Energie von der Transformation. Und ja. Über Oliven müssen wir auch reden. Das ist doch auch die Farbe der weiblichen Führerschaft, oder? Ja. Nächste Das ist Farbe. die nächste, machen wir, weil das ist eigentlich die versteckte Qualität hinter Magenta. Wow. Ja. Wenn wir zu sehr in der Energie von Magenta sind, dann möchten wir lichtvoll sein, dann möchten wir nur die Freude haben. Und das ist halt manchmal auch sehr toxisch, oder? Wenn Je du, nachdem, ja, ja. wenn du, Ja, wenn man halt die genau. Schatten,
Ja. Genau. Wenn du sagst, ich möchte nur mal noch fröhlich, glücklich, und ein Teil sperrt ganz bewusst andere Aspekte aus. Und das macht ein Teil von uns traurig, wütend, der Zweifel kommt hoch und lässt uns auch ein Stück weit ausbrennen. Also, ja, emotional ausbrennen. Diese Seelenaspekte wieder zurückholen, die wir bewusst oder unbewusst wegschieben, nicht leben möchten, kommt immer wieder Ja. Tiefenmagenta ins Spiel. Und das ist die Energie von Tiefenmagenta ist die größte Heilerenergie, die im Aurasoma-System vorhanden ist und die man sich auch in der Prana-Energie vorstellen kann. Wow. Also wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist total spannend, aber Aurasoma kenne ich nicht, weiß ich nicht, was es ist, bin aber offen. Aber hab's jetzt halt einfach nicht daheim. Wie kann man uns trotzdem mit tiefen Agenda verbinden? Ich wollte jetzt gerade das als Tool noch erwähnen. Vergrab die Füße in die Erde, in den Boden, in den Schlamm. Also du hast die beste Möglichkeit, Daniela, du bist nah am Wasser, am Ufer, wo auch diese feuchte Erde ist. Lehm wäre auch eine Möglichkeit. Denn ich weiß nicht mehr, woher ich diese Information habe, aber ich habe mir das so gemerkt, wenn du eine Verwurzelung wieder brauchst, geh barfuß durch den Wald. Denn die Erdenergie hat alles enthalten. Du ziehst dir diese Mineralstoffe, diese Nährstoffe von dem Boden, von der Erde raus. Und wenn du mal so einen richtigen Shot haben möchtest, also so einen Mega-Cocktail, vergrab die Füße oder auch mehr, aber die Füße reichen sicher auch mal richtig unter die Erde und spür, was da los ist. Du wirst dich unangenehm fühlen, weil es gibt, ich weiß nicht, wie viele Mikroorganismen in dieser Erde vorhanden sind. Du spürst die Energie, du spürst die Bewegung und es macht einfach etwas mit dir. Ja. Ja, absolut, absolut. Jetzt hier auf Madeira ist es eh krass. Gut, Madeira Holz ist ja übersetzt, heißt ja auch Holz, also allein dieses Element Okay. Holz und dann noch Wasser und ist ja komplett Erdverbundenheit. Also das heißt, diese Insel, die holt dich sowieso krass in deinen Körper. Auch vielleicht erstmal unsanft. Das kann auch sein. So hat es mich ja umgehauen. Und jetzt möchte ich nur ganz kurz erwähnen, Magenta und Oliv wird dem Element Holz zugeteilt. Ja. Und das kann halt. Und die Energie von Madeira, ich war noch nie dort, aber die hat gefühlt, ja, die zwingt dich. Ich weiß es Ja. nicht, ob es wirklich so ist. Ich meine, wir kennen ja die Erdanziehungskraft. Aber ich habe das Gefühl, auf Madeira ist sie mindestens 100 Mal intensiver als jetzt hier im europäischen Land. Ich weiß nicht, ob Ja. das wirklich so ist, aber es ist ja eine Vulkaninsel und ich glaube, die Vulkanenergie, wo dieses Feuerelement so präsent ist, zwingt dich zur Erdung, sonst würde ein Teil von dir oder ein energetischer Teil gar nicht mal diese Brücke schlagen können. Nee. Also hier zu wohnen war natürlich eine geführte Sache. Also die geistige Welt hat uns wirklich hierher geführt, um uns wirklich auch mit unseren größten Ängsten zu Ja. konfrontieren. Also es war die klare Aussage. Und es ist wirklich so, wir werden hier konfrontiert und gleichzeitig ist es so menschlich, habe ich mich noch nie gefühlt, Silvia. Das glaube ich. Mein Körper, was er in diesen 4 Monaten eine Wende gemacht hat, im Positiven. Meine Knochen sind
positiv spürbar. Ich habe immer dieses, oh Gott, ich laufe eine Runde und schon habe ich Muskelkater von oben bis unten. Das hat sich alles gelegt. Das heißt, diese Körperannahme hier auf dieser Insel ist krass. Und das macht ja auch Sinn. Tiefenagenda. Wir haben zwei Olivenbäume hier bei uns im Haus sogar. Also unser Haus ist Magenta oder hat diese Farbkombination drinnen. Krass, ja. Steck mal deine Füße in deinen Garten, weil die Energie ist in der Erde vielleicht noch mehr als am Ufer vom Tiefmagenta. Und weißt du hast ja vorhin auch gefragt, wie können wir diese Brücke schlagen zum Körper? Und ich glaube, dass wir nicht nur mit dem Göttlichen verbunden sein möchten, sondern einfach mit dem Bewusstsein von unserem Körper. Weil der ist so, so ehrlich und direkt. Und wenn wir hören, was das Körperbewusstsein uns zu sagen hat, dann bekommen wir Antworten, klare Antworten, und die werden sehr, sehr wichtig, dass man sie auch beachten würde, den Weg gehen würde. Weil wenn man zu sehr in der Magenta-Energie drinnen ist oder lebt, das Thema Ernährung, Annahme von Körper, Sexualität, fühle ich mich wohl in meinem Körper. Ich kann ganz, ganz viele Thema Weiblichkeit. Ein Teil von uns, ein seelischer, energetischer Teil, ist ja hierher gekommen, um genau diese Sachen zu erleben. Wie fühlt es sich an zu essen? Wie fühlt es sich an, wenn man eine körperliche Verbindung mit einem Menschen eingeht? Wie fühlen sich Fehler an? Wie fühlt sich Versagen an? Und dann haben wir diese Ängste, die dann auch hier sind. Und eigentlich sind wir total überfordert, aber Oliv ist dann auch diese Brücke, Magenta, Oliv, Tiefmagenta. Oliv ist die Energie von einem Transformator, einem Katalysator, dass wir diese Verbitterheit, diese Zweifel, die da aufkommen, einfach umwandeln können und sie annehmen Wow. und akzeptieren können. Ja, Ja. wow. Also viele Oliven essen. Oliven. Die Olive selber, wenn die Frucht reif ist, also reif, wenn sie geerntet wird, ist sie ja extrem bitter. Und dann wird sie ja so lange gelagert, in Gewürzen und Ölen, bis diese Bitterkeit eigentlich verloren geht, und dann essen wir sie. Ja. Wir waren ja letztes Jahr viel, also lange Zeit in Kroatien, da waren ja ganz, ganz viele Ja. Olivenbäume. Und ich habe wirklich frische Oliven Oh, gepflückt. ja. Das war so schön. Und ich habe mir auch eingelegt, man legt zuerst in Wasser ein, dass die Bitterstoffe rausgehen. Dann legst du es in Öl ein. Und ich habe mir da echt Zeit gelassen. Aber das war trotzdem zu kurz, weil die waren immer noch so Ja. bitter. Aber so schön, das ist sowas Heilvolles. Oliven zu pflücken, allein oder einen Olivenbaum anzuschauen, finde ich. Aber da reden wir nächstes Mal, Dann weil nehmen wir ja, dann Oliven. so ein Thema Ja. haben. Genau. Also, nochmal ganz kurz. Füße in die Erde, mit der Erde sich verbinden, mit der Natur verbinden, barfuß laufen, den ganzen Mikroorganismus auch wirklich erlauben, dich berühren zu lassen. Auch Farben, also Kleidungsfarben auch, wäre bestimmt auch eine schöne Möglichkeit, oder? Ja, Sich mit dieser auf alle Fälle. Farbe zu verbinden. Ja. Nahrungsmittel, was diese Farbelemente mit sich haben, natürlich auch zu sich nehmen. Rote Beete. Oder? Rot habe ich erst gestern Das gegessen. ist, ja, das ist auch, wenn im Winter könnte ich mich nur von Rote Beete ernähren, weil da ganz, ganz viele Nährstoffe drinnen sind, und die bekommt man einfach noch frisch. Es ist ja Ja. schwierig, Lebensmittel zu erhalten, die auch wirklich
Nährstoffe enthalten, die einen nähren. Ja, und die Ja. rote Bete macht das. Ja. Die und Wurzelgemüse wächst unter der Erde. Ja, jetzt muss ich nochmal nachdenken. Und Ja. Radieschen wäre auch etwas. Radieschen. Ja. Und Zwiebeln kommen mir da auch Ja. noch, diese roten, wenn man auch Ja. das verbinden möchte mit der Farbe. Ja. Ja. Was ich total spannend finde, und das irgendwie schlage ich da jetzt auch die Brücke zu Magenta, ist, dass ich, und natürlich auch jetzt da vielleicht auch, wo wir wohnen, einfach von, weil es hier ja auch eine ganz andere energetische Ausrichtung hat, ist aber der Zugang zu Früchten wieder oder zu Obst, Papaya, rote Mango und so weiter. Das ist auf einmal viel, viel verträglicher für mich, und ich habe auch wirklich das Bedürfnis, auch diese Farben auch wirklich essen zu wollen. Ja, weil wir evolutionär gesehen sind wir Europäer, oder? Also ich fühle mich als Europäer. Also wirklich ich komme ja aus Südtirol. Und wenn ich dort lebe, esse ich auch so wie dort. Ich vertrage es nicht immer gut, aber früher als Kind, es gab nichts anders. Gut, mit Essen habe ich eh, kommt jetzt eine andere Geschichte. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass wenn wir Menschen in ein anderes Land gehen, Ferien, wohnen für längere Zeit, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, in der kürzester Zeit ändert sich unser Mikrobiom und wir passen uns den Lebensmitteln dort an. Wie oft ist es passiert, dass wir irgendwo waren in den Ferien und haben gesagt, zu Hause möchte ich das auch, haben es dann zu Hause genommen und gegessen. Es hat uns nicht mehr gut getan. Es war nicht mehr diese Energie. Und das ist das, wenn wir dieses Magenta, wenn wir auf uns öffnen, diese Brücke schlagen, das Energiesystem passt sich einfach an, auch den menschlichen Dingen, Nahrungsaufnahme, unsere Verdauung, das kann ich zu 100% unterschreiben, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber ich habe wirklich das Gefühl, unser Darm, unser Stoffwechsel, die switchen da sofort. Die kennen das irgendwie. Also kann ich auch nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, ist gerade, dass man vielleicht doch auch eine energetische Signatur von gewissen Orten, von gewissen Genau. Ländern schon mit sich trägt. Und dass das auch nochmal so wie ein Erinnern an das ganze System von uns ist, dass es, ja, dass wir uns da einfach auch wieder öffnen. Das ist so wie ein Erinnern, so ein Öffnen von einem Portal oder Und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. das wäre wär ja auch irgendwo der Beweis, dass wir hier inkarniert sind, aber ständig wählen können. Wo wir sein können, welches Energiesystem wir annehmen können, welchen Zugang wir brauchen, welche Brücke, welchen Aspekt brauche ich dazu. Das heißt auch, wir sind frei, aber wir dürfen es auch leben, auch energetisch, oder? Wir haben unsere energetische Signatur, das ist so. Aber jetzt du auf Madeira bekommst zusätzlich nochmal ganz andere energetische Signaturen, Ja. auch aus der universellen Energie, die du dort brauchst, weil du gerade in diesem Land bist. Absolut, absolut. Also diese Ressourcen, diese Energie, was ich hier erfahren konnte, ich in Deutschland für mich nicht anzapfen. Ja. Ich hatte den Zugang dazu nicht. Allein das ganze Körperuniversum findet hier eine ganz andere Dimension. Ja. Das konnte ich in Deutschland für mich leider nicht aktivieren. Was heißt leider? Es ist eine wunderschöne Erfahrung, dass wir jetzt diesen Schritt gegangen sind. Eben auch aus diesen Gründen natürlich. Einfach auch auszusteigen und in unsere eigene Kraft zu kommen. Von dem her passt ja dann auch wieder Das alles.
Passt auch. Und weißt du, wenn wir jetzt nochmal diese Energie vom Magenta zurückholen und das Thema Deutschland und örtliche Gebundenheit nehmen, Magenta kann auch eine Energie sein, ständig aushalten zu wollen, ständig dienen zu wollen, in eine Opferhaltung rein zu rutschen und das Gefühl zu bekommen, ich komme da nicht mehr raus. Das ist diese Überforderung, dieses Ausgebrannte, das auch eine Magenta-Energie ist. Diese ständige, das ständig etwas geben wollen, um zu hoffen, ich bekomme was zurück. Passiert leider nicht immer. Und ich kenne das von mir. Ich bin Krankenschwester. Ich liebe ja sehr meinen Beruf, habe aber gemerkt, ich gebe und bekomme nicht mehr das zurück. Und ich konnte auch nicht mehr meine Sachen geben, meine Energie reingeben. Und bin viel, viel zu lange in diesem System geblieben. Ich war wirklich ausgebrannt, aber ich habe immer gedacht, ich gehöre dahin. Ich bin ja eine Dienerin. Aber irgendwann war einfach dieser Ort nicht mehr mein Ort. Und das habe ich lange leider nicht verstanden. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt alle nach Madeira gehen müssen. Aber diese Brücke, einfach auch mal eine Veränderung im Leben machen zu dürfen, wenn es einfach ansteht und wenn dieser Arbeitswechsel ansteht. Oder was auch immer, welche Veränderung es gerade nötig hat. Ja. Ja, eben. Das ist gut, dass du sagst, es muss nicht jeder auswandern. Nein, nein, überhaupt nicht. Nee, es reicht ja auch wirklich so ein kleiner, vielleicht erstmal nicht offensichtlicher Schritt im Außen, aber für in sich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den man geht. Und wenn das nur vielleicht eine kleine Gewohnheit, Ja. was man verändern will oder eine Schublade ausräumen will und, oder eine, keine Ahnung, ein Dekostück erzeugen will. Auch das ist eine Wirkung, eine Auswirkung, die große, große Wirkung auf das ganze Große haben kann. Ja. Ja, Und das wow. unterschätzen wir ganz oft, gell? Ja, diese viele kleine Handlungen, Und das viele ist auch tägliche Handlungen. wieder die Magenta-Energie, diese Liebe zum Detail. Oh, Man ich möchte liebe nichts sehen, ja. Dieses Detaillierte und das Liebevolle noch mit hineingeben. Das ist so krass, Silvia. Was du gerade sagst, dieses Detaillierte, ob es jetzt, wenn wir live gehen, dass eine Kerze brennt oder egal was, es muss immer, ich finde immer, dass es so mit Liebe aufgefüllt ist. Und alles andere, denke ich, das macht für mich keinen Sinn. Ja. Das möchte ich dann einfach nicht mehr. Oder halt einfach das detailorientierte Schöne, dass es irgendwie ein bisschen schön aussieht. So. Und weißt du, das fällt optisch vielleicht gar nicht auf, aber man spürt es. Ja. Ach, so schön. Süß und Gänseblümchen ist Ja. auch dabei. Ganz schön. Ach, meine Liebe, es war so, so schön. Haben wir alles gesagt? Ich glaube, Ich oder? glaube, wir sind Ja? Minuten jetzt fast live und wir haben sehr viel darüber gesagt. Kam noch irgendwie eine Frage? Oh. Ich habe nichts gesehen. Also wenn ihr eine Frage habt, dann ich scroll noch mal hoch, aber ich glaube nicht. Danke, so bereichernd für mich, schreibt die Hartwilling. Dankeschön. Ja, also ich werde auf alle Fälle das Video natürlich auch hochladen, dann könnt ihr es bei mir und bei der lieben Silvia sehen. Silvia, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich kenne mich da jetzt überhaupt nicht aus, aber ich möchte da irgendwie einen Zugang gewinnen, kann er dich kontaktieren, deswegen, ja, oder? Zu den Farbenergien? Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Okay, also an die liebe Silvia wenden. Oder auch bei Fragen oder wie auch immer. Weil daraus wächst ja etwas Neues. Und das nächste Mal machen wir dann Oliv.
Wunderbar. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Da freue ich mich Ich auch. schon. Okay. Dann Abgefahren danke. halten wir noch fest, das wissen wir nicht. Genau. Und bekommt ihr dann. Ja. Wunderbar. Danke, Silvia, für deine Zeit, Danke dir. für deine Liebe zu deiner Arbeit, für deine Liebe zu den Farben, für unsere Verbindung. Danke, danke, danke. Und ja, danke für jeden, der jetzt live dabei war oder sich nachträglich anschaut. So, so schön. Ja. Ich liebe solche Gespräche einfach. Es berührt einfach so tief im Herzen. Ja, und nährt. Die Nina ist auch da. Dann winke mal ihr doch zum Abschluss noch hin, zu. Also gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.